meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, was hat dieser Apostel Thomas zu lernen? Oder sagen wir es noch präziser, was haben wir am Oktavtag von Ostern, am Weißen Sonntag, mit dem Apostel Thomas zu lernen? Wenn wir ins Evangelium hineinhören, ist es relativ einfach. Wir haben den Auftrag zu lernen, den die Kirche hat, den Auftrag zur Mission. Jesus sagt es unmissverständlich. Nachdem er den Frieden gewünscht hat, ist das sein erster Satz. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist ein tolles Stichwort. Wir finden es auch in den Synodenpapieren unseres Bistums. Missionarisch Kirche sein. Wir wissen, Papier ist geduldig, auch für solche Schlagworte. Was das dann konkret heißt, wie das dann konkret aussieht, was das für Sie, für mich bedeutet, mal sehen. Aber wir sollten uns vielleicht vergewissern hier im Osterevangelium, was das denn bedeutet, missionarisch Kirche zu sein, was wir zu lernen haben mit dem Apostel Thomas. Denn als dieser Auftrag erteilt wird, ist er nicht da. Wir können das verstehen, weshalb er nicht da ist. Wir müssen das wirklich auch genau anschauen. Wir dürfen das nicht einfach so zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, dann war er halt nicht da, hat was Besseres vorgehabt. Wie viele jetzt heute Morgen auch nicht da sind, die haben auch was Besseres vor. Dieser Apostel hat einiges hinter sich. Der hat Jahre seines Lebens investiert, der hat einiges zurückgelassen, Familie, Besitz, alles Mögliche und ist diesem Jesus von Nazareth nachgegangen, Tag und Nacht, jahrelang. Und das Ganze hat ein böses Ende genommen, wir kennen das, Kreuzigung. Dann sind sie alle abgehauen, alle haben sich verdünnisiert. Von einem Apostel, von dem wir das Evangelium verdanken, okay, der war so dezent, vornehm, wie er immer geschildert wird, ein bisschen so im Hintergrund. Eine Handvoll Frauen, die waren tapfer. Das war es aber dann auch schon. Der Rest der Truppe hat ihn verkauft, verraten, hat ihn plötzlich nicht mehr gekannt, Petrus allen voran. Habe ich noch nie gehört, den Namen, ich weiß nicht, wovon die Rede ist, wir kennen die Geschichte. Und dann tritt Jesus als der Lebendige in ihre Mitte. Sie sind verstört, alles ist zusammengebrochen. Ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Vorstellung, ihre ganzen Projektionen, die sie hatten. Und Thomas geht seiner Wege. Wer will ihm das verdenken? Er ist nicht dabei bei den anderen. Er denkt, okay, jetzt muss ich mich damit abfinden, es geht auch ohne. Der ist tot. So denken heute viele. Sie haben mal gehört, dass irgendein bedeutender Philosoph vor 100 Jahren, gut 100 Jahren, gesagt hat, Gott ist tot. Okay, also geht auch ohne. Geht doch auch ohne, oder? Wir sind doch alle ganz froh, sind doch alle ganz glücklich. Kann man manchmal von sehr gläubigen Menschen hören. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt noch kriege und warum wir das aushalten müssen. Den anderen geht es viel besser. Was sollen wir darauf sagen? Ja, aber die werden am Ende, oder sollen wir da mit dem geschwollenen Zeigefinger ankommen, oder was sollen wir da sagen? Das ist die eine Richtung, die Thomas vertritt, aus der er herausgerufen wird. Denn er vertritt zugleich auch eine andere Richtung. Er kommt ja zurück. Weshalb kommt er zurück? Der Evangelist lässt das offen. Er kommt vielleicht zurück, weil er sich alleine fühlt. Weil er auch ein bisschen Trost braucht. Oder Hilfe von den anderen Pflaumen, die es auch nicht besser wissen. Die auch da sitzen und sagen, naja, machen wir mal die Tür zu. Das ist ja schon mal viel wert, wir sind jetzt schon mal unter uns und dabei lassen wir es jetzt erstmal. So erleben wir auch Kirche. Wir definieren uns darüber, und das kann man in sehr frommen Schriften lesen, weshalb es gut ist zu glauben. Ja, aber die Kirche, das ist so, gibt doch Lebenshilfe. Und da kann man Untersuchungen lesen, Menschen, die glauben, sind gesünder.
Man fragt sich manchmal, wozu man ein Hirn hat. Ist deshalb der christliche Glaube gut, damit wir gesünder leben? Gut, am Schluss sterben wir gesund und sind wir trotzdem tot. Sehr, sehr lustig. Glaube, Religion als Lebenshilfe können wir heute oft hören. Diesen Weg beschreiten viele und sagen, ja, aber das hilft doch in dieser ganzen Bewältigung, in diesem ganzen schwierigen Leben, in diesen ganzen Situationen. Und dann wundern wir uns, dass diese Leute nicht unbedingt, wir können das ja besichtigen, um uns herum, nicht zum Christentum finden. Sie sagen, ja, okay, Religion, das stimmt, das ist gut. Aber Christentum, oh nee, danke, das ist mir zu anstrengend. Mit diesem ganzen Kreuz, mit dem ganzen Kram, das ist mir irgendwie zu kompliziert. Und da ist dann immer von Sünde und da muss da einer vom Himmel kommen. Und oh nee, da stelle ich mir lieber aus dem Gartencenter so einen dicken Buddha auf die Fensterbank, ja, den ich relativ günstig erwerben kann. Und an diesem Buddha sehe ich ab, da denke ich, oh, der ruht so in sich selber. So wie wenn Sie sozusagen voll gefuttert jetzt nach der Osterwoche zu Hause sich in den Sessel drücken, ja, sind Sie auch so ein bisschen budös, ja, und denken, oh ja, das ist Religion. So, wir sind mit uns selber und unserem Bauch so ganz froh. Und das hilft mir ja auch ein bisschen. Und das ist Leben schon mal nicht mehr so schlimm. Das sind die beiden Richtungen, liebe Schwestern und Brüder, auch wenn wir jetzt ein bisschen lächeln, das ist gut, das gehört immer dazu. Das sind die beiden Richtungen. Und wir sehen gar nicht, dass diese beiden Richtungen, die wir oft gegeneinander ausspielen, denn diese Richtung, wo viele dann zum, oder auch in der härteren Variante, zum Islam finden. Niemand schaut dahin. Ich rede jetzt nicht von Islamismus und Salafismus und militantem Islam und diesem ganzen Kram. Das klammere ich bewusst nochmal aus. Nein, ich rede von einem Islam, der für viele Landsleute, für Jugendliche, hauptsächlich männliche Jugendliche, die in Deutschland geboren sind, die nicht von irgendwo anders herkommen, sehr attraktiv ist, weil er etwas anbietet, weil er einen Horizont anbietet, weil er Regeln anbietet. All das, was unsere jungen Leute durch Gender, anti-autoritären Tingeltangel und was es sonst noch so alles in unserem kunterbunten Bauchladen so gibt, in der Pädagogik der letzten 40 Jahre, was sie vermissen. In unseren Patchwork-Familien, sie erleben vier verschiedene Väter, also brauchen sie eine Gestalt, die ihnen sagt, wo es lang geht. Sehr attraktiv. Das ist unsere Kirche ein Gummibärchen dagegen. Deshalb gehen sie dort nicht hin. Also, Religion als Lebenshilfe ist eine Leihgabe der Säkularisierung. Wir benutzen unreligiöse Begriffe, um das, was uns eigentlich wichtig wäre, plausibel zu machen. Ist das die Mission der Kirche? Ist das das, was Jesus meint hier im Evangelium? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch? Nein. Das ist die große Kraft des Christentums, die wir jetzt noch einmal beleuchten müssen. Was ist die Sendung Jesu? Das Johannesevangelium sagt es uns, wir haben es Weihnachten im Evangelium gehört, in diesem ersten großen Kapitel. Der, der am Herzen des Vaters ruht, der ganz aus Gott ist, der den Pulsschlag Gottes aufnimmt, der kommt in diese Welt, in sein Eigentum. Weil diese Welt hat sich verirrt. Die Menschheit in dieser Welt läuft irgendwelche Wege, aber nicht den richtigen Weg. Das muss man, glaube ich, nicht erklären. Das erleben wir selber jeden Tag. Unsere Irrwege, unsere Sackgassen, wenn wir meinen, es geht und dann klappt es dann doch nicht. Es braucht jemand, der uns wieder nach Hause bringt, der uns den richtigen Weg zeigt. Und das ist der Weg zu Gott. Das ist die Sendung Jesu. Und dazu gibt es die Kirche. Das ruft er den Aposteln hier in Erinnerung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was kommt danach? Hören wir gar nicht gerne. Wem ihr die Sünden vergebt, oh, kommen sie wieder damit. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich habe es mir nicht ausgedacht, es steht hier im Johannesevangelium. Der Auferstandene sagt das, was sollen wir denn machen?
Das heißt, alles das, was Gott widersteht, was ihn ausklammern will, was ihn übergehen will, wo wir sagen, das brauchen wir doch nicht, jetzt hör doch mit dem Kram auf. Alles das, was gegen Gott aufsteht, all diese Mächte und Kräfte, all diese Süchte, die es in der Welt gibt, die uns immer auf den falschen Weg bringen, uns immer in die Sackgasse hineinmanövrieren, aus denen wir uns dann vielleicht mühsam dann herausarbeiten müssen. All dazu gibt es Kirche, uns da durchzuführen. Und er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das ist die Mission der Kirche, zu verstehen, dass man diese Welt, jedes Ding in dieser Welt, jeden Menschen in dieser Welt, alles, was es gibt, im Licht von Ostern sehen kann, ja, sehen muss. Und deshalb ist Kirche Gegenwart des Auferstandenen. Deshalb muss Thomas hierhin zurückfinden, für sich alleine, auf dem Weg zu sagen, okay, wir versuchen es mal ohne, oder ich gehe nur mal dahin, um mich ein bisschen zu trösten und sagen, ja Gott, ihr könnt mir hier viel erzählen, der ist gegenwärtig, der lebt, ich habe den gesehen. Glaube ich nicht. Er braucht die Gemeinschaft der anderen, so verängstigt sie sein mögen. Die Kirche soll uns nach oben führen und soll diese Welt nach oben führen, dass sie heimfindet zum Vater, dass sie heimfindet zu Gott, nicht zu irgendeinem Gott, nicht zu einer anonymen Gottheit, nein, zum Gott Israels, zum Gott und Vater Jesu Christi, zu dem Gott, an dessen Herzen, in dessen Schoß Jesus als das lebendige Wort Gottes ruht und in diese Welt gekommen ist. Vielleicht sagen Sie, ja, das denke ich mal drüber nach, das ist schon viel, das ist gut. Aber vielleicht sagen Sie auch, ich erlebe das irgendwie nicht. Das mag sein. Die Liturgie an erster Stelle will uns das erlebbar machen. Ich wiederhole mich in den letzten Wochen. Deshalb muss sie schön sein. Deshalb muss sie erhebend sein. Und ich meine nicht kitschig, sondern erhebend. Sie muss unser Herz anrühren, damit sie uns nach oben führt, in die Gegenwart des Auferstandenen. Damit sie uns aus dem befreit, dass wir immer nur um uns selber kreisen und sagen, ja, hören Sie mal in sich selber hinein, wann Sie diesen Satz sagen, der Gottesdienst hat mir was gegeben. Ja. Es geht nicht um mich. Es geht wohl um mich. Ich werde ernst genommen hier, aber ich werde aus mir herausgeführt. Ich werde nach oben gezogen, in die Gegenwart dessen, der lebendig ist, der diese Welt heimführt, der uns die Hand reicht und uns zieht an sich. Und genau in dieser Kraft, liebe Schwestern und Brüder, ist das Leben zu bestehen, das oft so verdunkelt ist. Weil es dieses Licht in dieser Welt gibt, in jeder Situation. Weil Ostern geworden ist, weil er lebendig ist, weil er jetzt gegenwärtig in unserer Mitte ist. Das hat Thomas zu lernen, nicht schlagartig. Schritt für Schritt, indem er zuerst in die Gemeinschaft zurückfindet, indem er sich rufen lässt und sagt, fass mich an. Tastend lernt Thomas das. Aber indem er am Schluss hinfindet zu dem Bekenntnis, das immer unseres sein muss. Und indem wir den missionarischen Auftrag erfüllen, indem wir Christus im Blick haben und immer neu bekennen, mein Herr und mein Gott.